Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft-Minispiele mit dem Spiel Jump World. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange ich das hier schon nicht mehr gemacht habe mit diesem Anmoderieren, denn ich war jetzt eine Woche lang in Urlaub und das ist vollkommen ungewohnt, jetzt hier zu sitzen und für euch tatsächlich so ein Video zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir uns hier hingesellt und gucken uns das hier mal an mit der Caro. Hi. Hi. Und wir spielen die Map von X-Flown X und die heißt Pink Fluffy Rockkartoffel. Was haben wir denn da hinten? Rip Pink Fluffy Unicorn. Grab von Pink Fluffy Unicorn. Warum ist sie denn gestorben? Das verstehe ich noch nicht. Hey, alle Sprünge sind getestet und machbar. Ja, ihr müsst sie ja auch testen, Leute. Sonst kriegt ihr ja keine Zulassung. Oh je. Oh. Oh je. Also Leute, ihr seht schon, wir sind tatsächlich noch sehr trainiert in diesem Spiel. Das macht... Hä? Was? Es macht wirklich sehr viel Sinn, jetzt hier direkt als erste Folge sowas wie Jump World zu nehmen, weil ich noch so gut springen kann. Aha. Und so, wisst ihr? Wie kommst du mal... Oh. Einer von beiden. Okay, ich nehme den, den Jana genommen hat, weil er nicht einfacher ist. Okay, aber bis zum Checkpoint kam ich schon mal. Zum Checken? Zum Checke, zum Checket. Aha. Und das war's. Nice! Oh nein. Okay, was haben wir denn hier? Caro, hast du es geschafft? Kreativität. Also ich sag jetzt mal so. Hi. Ich sag jetzt mal so, die Kreativität lässt sich bei dieser Map schwer bewerten. Ich weiß nicht, was dieses Grab am Anfang da sollte. Ich weiß nicht, warum du dich sozusagen begräbst und dann die Map Pink Fluffy Rockkartoffel heißt. Oder, nee, X-Flown hat ja eigentlich nicht X-Flown getötet, sondern Pink Fluffy Unicorn. Und dann, irgendwie verstehe ich das nicht. Deswegen gibt es bei Kreativität nur ein Okay. Okay, die Sprünge fand ich aber dafür sehr gut und die Optik... Tut mir leid, war auch nur ein Okay. Ich meine, das kriegt man, glaube ich, im Großen und Ganzen immer recht gut hin, was hier jetzt gerade so abgeht. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, eine mittelmäßige Bewertung war das jetzt. Ich fand die Map aber trotzdem ganz, ganz gut so. Also so diese Schwierigkeit an Maps sind, glaube ich, für alle machbar und finde ich cool. Gut, Caro, bist du durch? Ja. Okay, dann gehen wir nämlich direkt schon in die nächste Runde. Ihr habt schon wieder 12 Maps eingereicht. Ich kann das ja mal ganz kurz hier zeigen. Ich glaube, hier, diese haben wir gerade gespielt. Und bis hierhin, also diese ganzen hier, müssen wir noch spielen. Das wird jetzt Ewigkeiten dauern. Aber wir werden uns den Weg irgendwann mal noch wagen. Rockkartoffel Caro ist weg. Von XXKittyXX. Caro, warum bist du weg? Oh nein, warum bin ich weg? Weiß nicht. Oh Gott, es ist dunkel. Das finde ich nicht in Ordnung. Hallo Rocky und andere. Ich hoffe, euch gefällt mein Jump and Run. Story. Ah. Rocky und Caro wollten in der Kristallmine Kristalle suchen. Aber Caro ist nicht gekommen. Finde Caro. Das sind Probleme, die die Welt bedeuten. Treffpunkt Willi. Ah, achso, ich bin allein da. Okay. Ja, ja, ja. Ach so, ja, dann lässt sich das ja ganz gut machen. Ja, frag mich mal, ich spiele das hier mit Shader. Das ist voll komelig. Wo geht's denn da hin? Komelig. Ach hier. Super komelig. Super krümelig. Okay, ich hab verkackt. Wieso? Caro? Ja? Ich hab verkackt, weil ich falsch gesprungen bin. Ich bin runtergekracht. Jedenfalls so halb. Hallo. Bist du auch gerade runtergekracht? Ich bin nur sehr langsam. Okay. das ist ja nichts Schlimmes. Oh Gott. Oh Gott, das hier verwirrt mich. Leute, ich will nicht die ganze Zeit rechts rum den Berg hochspringen. Hä? Hilfe! Emi ist schon hier oben. Was macht Emi hier oben schon? Hallo? Jana ist schon fertig. Jana hat das niemals durchgemacht. Jana hat das übel abgekürzt. Hundertprozentig. Die olle Kuh. Das ist ja Emi.
Emi steht da irgendwie die ganze Zeit nur rum. Guck mal hier. Danke fürs Spielen. Ignoriert die anderen. D. Alter, ist das hell hier drin. What the hell? Ah. Kreativität. Ich weiß nicht, was ich so mit bei Kreativität geben soll. Caro, kannst du mir mal sagen, was mit dieser... Was war das denn gerade? Runtergefallen. Nein! Okay, Caro, kannst du mir bitte sagen, was wir dieser Map bei Kreativität geben sollen? Da, warum war jetzt Caro eigentlich weg? Das steht nirgends. Ja, das ist nicht sehr kreativ. Also nur okay, sagst du? Ja. Okay, ich... Es muss schon eine Begründung geben, warum ich weg bin. Das ist nicht sehr kreativ. Sprünge. Die Sprünge finde ich, naja, die waren jetzt auch nicht so der Oberburner, ne? Also ich habe sie sehr gut geschafft, deswegen waren sie sehr leicht. Ich sag mal, es waren gut. Und trotzdem die Optik war, glaube ich, eine vorgefertigte Map. Also würde ich auch mal nochmal okay sagen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier eine relativ schlechte oder schon zweimal sehr schlecht, relativ schlechte Bewertungen hatten. Aber ich meine... Ich glaube, das ist bei sowas auch ganz gerechtfertigt. Wir mussten jetzt hier im Kreis einfach nur nach oben springen. Ich weiß nicht, was das hier zu sagen hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht was... Was hast du denn Hörst du bitte auf, da unten an dem Willi rumzuknabbern? Nein, hör auf. Och, Mann. Ich meine, nichts. Oh, okay, nochmal gerade so Glück gehabt. Okay, wir gehen in die nächste Map. Hörst du... Caro, schlapper bitte ja. Nicht so rum. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich wirklich nicht. Wo bist du denn? Rockkartoffel, Abschied von, was? Alexis. Alexis hat die Map gebaut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, von was wir uns verabschieden. Caro? Ja? Ich will mich nicht verabschieden. Nein. Machst du später die Verabschiedung? Dann weinst du wieder. Ja. Boah, nee. Jetzt bring mich nicht, zum Weinerigen. Schade. Nein, das ist C. Oh, lol, ging das schnell. Ja, von was ist denn der Abschied? Abschied von... Hallo Rocky, Caro, Sepp und alle anderen. Dies ist eine Map für den Sepptoffel-Server. In dieser Map erkläre ich, wie sehr ich den Server mochte. Haupterstellerin XX Alexis. Erstens, es ist zwar schade, dass der Server nicht mehr existiert, aber das ist auch nicht der Weltuntergang. Zweitens, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück. Und bitte eine faire Bewertung dalassen. Bauzeit unwichtig. Liebe Grüße an die Crazy Ladies. Danke Liebe an Grüße. Aglaya, Starnight, Wundermoon, Pia Luise 06 und Mordok. Okay, ja, dann gucken wir doch mal. Das war sehr erfolgreich. Lachst du bitte nicht? Oh, ist so schnell. Oh nein. Caro, bist du schon so weit? Ja. Nein. Wieso nicht? Möchtest du nochmal liebe Grüße ausrichten? Komm. Liebe Grüße! An wen? An die, die da vorne standen. Liebe Grüße! Oh je! Richtest du gerade nochmal liebe Grüße aus, bitte? Liebe Grüße! Caro, das machst du toll! Ich wetze hier gerade hinter Janissel her. Janissel hat, glaube ich, einen Fly-Hack. Billy? Ja. 12. Nein, 100. 190. Nein. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Du bist auf Willi. Ich bin auf Willi. Du müsst euch das so vorstellen, Leute. Caro hat mit mir zusammen Tuning-Sendungen geguckt, ne? Und wenn man so ein getuntes Auto kauft, dann ist das ja immer so, dass man dann verhandelt in der meistens jedenfalls. Und verhandeln geht halt, indem beide Parteien sozusagen ihren Vorschlag loswerden, was sie gerne haben würden für ihr Auto, und dann einigen sie sich irgendwann in der Mitte. Und Caro hat das irgendwie nicht so ganz verstanden. So, ich weiß schon, wie das geht, aber ich wollte. Ich bin auf Caro. Was? Ja. Ich bin runtergefahren von Willi. Zurück. Warum fällst du denn da immer runter? Also, ich find's ja cool,
dass du hier so tolle Ideen hattest mit den ganzen Köpfen, aber du hättest eventuell irgendwie variieren können, was die Sprünge angeht, weil ich glaube, das sind immer dieselben Sprünge. An allen Köpfen sind, glaube ich, dieselben Sprünge. Und das finde ich gerade ein wenig schade. Wie ist denn Jana jetzt zu Checkpoint 8 gekommen? Ja, weil sie es kann. Irgendwie scheint das hier linksrum einfacher zu gehen. Ich glaube, sie hat echt einen Flyhack. Oh nein, ich gehe auch linksrum. Ich gehe die ganze Zeit linksrum. Oh, ich gehe links. Ich gehe doch nicht links. Alter, Leute, wie oft sollen wir denn hier noch einen Kopf besteigen? Und immer dieselben Sprüngis. Jedenfalls meistens. Immer ist nicht meistens. Was war das denn? Das hast du nicht gehört. Was war das? War nix. Oh je. Was ist denn, Caro? Erklär mir das jetzt bitte. Was denn? Du hast gesagt, ich habe nichts gehört. Was habe ich denn nicht gehört? Gar nichts. Ja, du hast gar nichts. Alles gut? Ja. Caro? Ist nicht. Alles in Ordnung. Oh Mann. Oh Gott. Okay, der Sprung ist jetzt hart. Aber nicht hart genug. Was? Lässt du mich bitte reden? Ich bin gerade komplett neben mir. Es ist so ungewohnt, das Gefühl, wieder in eine Aufnahme zu starten, obwohl ich gerade aus dem Urlaub komme. Das ist voll komisch. Ich bin auf Aglaia Star Night. Okay, XX Alexis. Ich war ganz neu auf dem Server und bekam gerade von Juju meine Goldschaufel zum Claimen. Ich war so aufgeregt. Erst habe ich mir ein kleines Birkenholzhaus gebaut. Ich bekam ein Lama von Eki und nannte es Luna. Dann lernte ich Pink, Fluffy, Annie, TT21 und Englischbuch kennen. Wir bauten in einen Berg und machten uns dort ein richtig nettes Haus. Später lernte ich noch Chiara die Chiara Korachen kennen und wir fragten Rocky über TS, ob wir einen eigenen Channel haben können. Und wir bekamen einen. Danach bauten wir zu unserem Channel auch noch eine WG, die sich Crazy Ladies WG nannte. Ich wurde später in Miss Pizzas und Dia Sonias Reitverein aufgenommen. Etwas später errichtete ich und TT21 einen Bücherladen. Dort verkauften wir Geschichten, verzauberte Bücher und. Dann bauten ich und Cora einen Fabi-Kopf und einen Creeper aus Wolle und Ton. Naja, ich habe auf diesem Server sehr viel erlebt und deswegen liegt mir der Server so am Herzen. Aber wie gesagt, es ist nicht der Weltuntergang. Weiter. Okay, Caro, es geht weiter. Okay. Bist du schon oben auf den Köpfis? Ganz oben? Mhm. Ich beruhige dich, es sind nur 20 Stück oder so. Du bist eh noch nicht oben. Gib's doch zu. Natürlich. Ich bin super vor dir. Ach so. Ach so. So ist das. Ja. Ja gut. Dann sehe ich das ja voll ein. Ich bin schon bei 20. Ach, du bist bei 3. Nein. Doch, ein bisschen schon. Nein. Ein bisschen. Natürlich nicht. Doch. Oh Mann, jetzt geht das hier noch weiter mit den Köpfen. Wollt ihr mich denn überall... Ihr jagt mich ja hier Kopf für Kopf nach oben, ey. Es sind immer mehr Köpfe, Caro. Ich lese mittlerweile auch schon gar nicht mehr durch. Kacke für dich. Ich lese mir mittlerweile auch schon gar nicht mehr durch, auf welchem Kopf ich stehe. Das hätte ich gerade auch gern gemacht, dieses Geräusch, Caro. Mach mal. Nein, das war zu männlich. Wie, das war zu männlich? Was soll ich dann, wie soll ich das denn anders machen? Höher. wie putzig. Es war nicht putzig. 20. Was? Was hat das denn jetzt mit 20 zu tun? Was? Du bist doch Willi. Ich meine, auf Kopf Nummer 112. Du bist auf dem ersten Kopf? Nein. Ich glaube, Willi ist der erste Kopf. Natürlich ist mein Kopf der erste Kopf. Nein. Caro, du würdest mich doch niemals belügen, oder?
Ein bisschen. Was? Und das kriege ich jetzt gesagt, Leute. Jetzt. Ja. Wo ich gestorben bin. Voll Schock. Voll schockerig. Jupp. Super schockerig. Nein! Das war männlich. Ja. Nein. Bisschen. Alter, diese Checkpoints, die sind halt echt nicht so cool. Ich habe auf Google keinen Jennykopf gefunden, deshalb habe ich einfach ihr Pferd aus einem ihrer Speedbuilds genommen. Okay. Ich find's ja lustig, warum dass du scheinbar nicht einen Hendo-Kopf gefunden hast und einen Luke-Kopf, aber keinen Jennykopf. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Ich meine, Jenny steht doch mehr in der, ich sag mal, in Anführungszeichen, in der Öffentlichkeit als die anderen beiden. Ja. Oder Dani oder so. Der Nizzle. Ich warte jetzt hier. Wo bist du denn? Nirgends. Kurz vom Ziel? Ja. Da, wo ich jetzt gerade bin. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Diese Map war sehr viel Arbeit. Bitte fair bewerten. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Map. Liebe Grüße an. Okay, nochmal die ganzen liebe Grüße, Dinger. Ach so, guck mal, hier oben ist die, ist der Anfang der Kreativwelt nachgebaut. Das ist ja cool. Kreativität finde ich auf jeden Fall sehr gut. Die Sprünge fand ich auch sehr gut, nur die Optik. Nee, warte mal, die Sprünge, die waren ein bisschen eintönig. Der sah ich mal nur gut und die Optik, da war ein Rockkartoffelkopf. Deswegen auch wieder sehr gut. Bewertung abschließen. Und jetzt gehe ich mal gucken, ob hier auch noch was geht. Nee, da geht nichts. Jetzt, bevor wir jetzt hier abbrechen, gehe ich mal kurz zur Caro und guck mal, wie weit sie ist. Findest mich nicht. Ich bin ein Schill. Okay. Caro, machen wir noch eine Map zusammen? Warte. Bitte? Eine Map geht noch. Ja. Bist du raus? Caro, komm bitte raus. Caro! Ich bin okay. Draußen. Die Rockkartoffel im Urlaub von Giandrina. Jetzt bin ich mal gespannt. Da gucken wir mal uns an, wo denn hier der Urlaub stattfindet. Sorry, Caro und Rocky wollen in den Urlaub. Es gibt nur ein Problem. Sie haben keinen Flieger. Hilf ihnen einen suchen. Hatten wir sowas Ähnliches nicht schon mal? Nee. Doch. Hallo Rocky und andere. Hier ist mein Jump'n'Run. Jump'n'Run für euch, okay. Kann man da nicht drüber rennen? Ja. Oh je. Weißt du, und direkt die erste Hürde, die dann kam, wo man nicht drüber rennen kann, erstmal alle hart verkackt. Geht ihr mal aus mir raus? Können wir nicht. Geht ihr mal bitte aus mir raus? Hab ich. Boah, wie hast du das gemacht? Doppelsprung. Du bist eh schon drüber. Ja, bin auch schon drüber. Was? Spanien, genau richtig. Ja. Bitte nicht Bauskills bewerten. Okay. Sing. Spanien. Oh je, ich bin runtergefallen. Nein! 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 Oh, ist das fies. Oh, so richtig. Spanien. Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Was macht ihr? Oh. Was machst du denn? Was machst du denn? Hoyana ist kacke. Hoyana? Oh. Okay, Kreativität. Gut. Oh. Sprünge. Fand ich auch gut. Und Optik. Nun okay. Tut mir leid. Ich glaube, rechtfertigen müssen wir das nicht. Sind wir jetzt in Spanien? In Relation zu der anderen Dingen sehen. Ich glaube auch nicht. Guck mal. So, das war. Geh doch mal raus. So, das war's mit dem Jump'n'Run. Danke, Rocky, dass du so ein cooler YouTuber bist. Oh, dankeschön. Ich hoffe, die Bewertung hat dir gereicht oder war gerechtfertigt irgendwie. Es ist irgendwie, ein Flieger. Irgendwie sah der Flieger nicht wirklich wie ein Flieger aus. Es sieht aus wie ein Vogel, der Pupu macht. Was? Guck doch mal. Das hab ich nicht gesagt, Leute. Das hab ich nicht gesagt. Jetzt steckt mir das nicht wieder in die Schuhe. Sowas Gemeines sag ich nicht. Das okay. War doch nicht gemeint. Ich nicht husten, bitte. So,
Ich würde mal sagen, das war's mit der heutigen Folge von Jump World. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Kommentar und eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde die restlichen, lasst mich ganz kurz überlegen, 8 Maps müssten es noch sein, dann demnächst tatsächlich aufnehmen und euch auch noch zeigen. Aber ich denke mal, eine Doppelfolge, es wird sogar länger als eine Doppelfolge, das müsste also schon eine dreifache Folge werden, wenn wir alles direkt nacheinander bringen. Ich werde mich einfach in den nächsten Tagen ein bisschen häufiger an Jump World ransetzen. Ich hoffe, es gefällt euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!